Alle sitzen im selben Boot, nämlich im Boot derjenigen, die bald eine Leitzinssenkung durch die amerikanische Fed erwarten. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Und wenn Boote sehr voll sind, tendieren sie dazu, vielleicht auch zu kentern. Und das könnte durchaus bald passieren, denn in der nächsten Woche haben wir ja schon die Fed-Sitzung. Und es ist so, dass die Fed noch nie die Märkte mit einer Zinssenkung oder einer Zinsanhebung völlig überrascht hat. Das hat sie immer angekündigt. Man gibt Hinweise, ja, es wird bald dazu kommen, ohne es vielleicht direkt zu sagen. Aber jeder, der ein bisschen Erfahrung hatte mit Notenbanken, weiß dann, okay, das war die Ansage, wir werden eine Zinsanhebung oder eine Zinssenkung bekommen. Mit einer Zinsanhebung rechnet sowieso niemand, aber fast alle eben mit einer Zinssenkung. Und das wollen wir mal anschauen, ob diese Erwartung wirklich so sinnvoll ist. Wir haben hier die Situation, wie Liz Ann Saunders beschreibt. Wir haben das Vertrauen der kleineren Unternehmen, das sogenannte Small Business Optimism is rising, also das steigt. Job Openings still high, also die JOLTS, wie sie auch bezeichnet werden, die neuen Joberöffnungen sehr hoch, die Aktienmärkte nahe Allzeithochs und die Financial Conditions, also die Finanzbedingungen sind sehr, sehr lax. Warum sollte dann also die Fed die Zinsen jetzt sofort senken? Es gibt ja sogar eine eingepreiste Wahrscheinlichkeit von zwischen 20% und 25%, je nachdem, wann man drauf guckt, dass die Fed schon im Juni, also jetzt praktisch in der nächsten Woche, die Zinsen senkt. Das aber hätten mit Sicherheit eben die Fed-Officials schon angedeutet, hätten darüber schon klar gemacht, dass da etwas kommt. Wir sehen jetzt, dass wir fast 4 Zinssenkungen bis Ende 2020 eingepreist haben. Da muss also alles schiefgehen, da muss die Konjunktur komplett absaufen, da muss der Handelskrieg völlig eskalieren. Dann wäre das möglich, aber wohl nur dann. Das heißt, die Märkte sind schon sehr, sehr weit mit ihren Erwartungen für weitere Zinssenkungen. Das gilt für die Aktienmärkte, es gilt aber eben auch für die Anleihenmärkte. Schauen wir uns jetzt mal folgende Grafik an, die ich hier schon gezeigt hatte. Wir haben diese immense hohe Wahrscheinlichkeit eingepreist, dass es Zinssenkungen gibt. Und wie Credit Suisse, ich hatte das heute schon morgens im Videoausblick gezeigt, wie die Credit Suisse gezeigt hat, ist das historisch gesehen ein schlechtes Umfeld für Aktien. Wenn, wie die Fed im Januar zum Beispiel, die Zinsen nicht anhebt, ist das besser, als wenn sie sozusagen die Zinsen senkt, denn sie senkt mit Grund. Und hier hat eben Credit Suisse historisch gezeigt, dass niedrige Anleiherenditen, schwache Konjunkturdaten und dann die Aussicht auf eine Zinssenkung normalerweise kein so gutes Umfeld sind. Kurzfristig geht es nach oben, wie es ja jetzt 6 Tage in Folge bis heute nach oben gegangen ist. Und auch heute schien es ja weiter nach oben zu gehen. Aber dann kam doch ein ziemlicher Rücksetzer, weil das Boot schlichtweg zu voll ist. Und es ist zu erwarten, dass hier die Positionierung so einseitig ist, das gilt auch für die Anleihenmärkte, dass wir wahrscheinlich steigende Renditen wieder sehen, etwa bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Das zumindest liegt charttechnisch nahe. Wir sind bei der 10-jährigen jetzt unten an einem Trendkanal angekommen und die Wahrscheinlichkeit ist durchaus gut, dass da was zurückschnappt. Schauen wir uns mal die Positionierung im sogenannten Euro-Dollar-Futures an. Das sind also nicht der Euro zum Dollar gehandelt, sondern das ist ein Future-Kontrakt, der sehr stark reagiert auf Fed-Politik. Es sind im Prinzip Deposits, Dollar-Deposits, also Dollarkonten von nicht-amerikanischen Banken, wenn man so will. Hier kann man zum Beispiel als Firma, wenn man eine deutsche Firma ist und man weiß, okay, ich muss in ein paar Monaten Dollars aufnehmen an Kredit, dann kann ich mich hier abhedgen mit solchen Euro-Dollar-Futures. Und wir sehen, da ist die Spekulation massiv ins Kraut geschossen, so hoch wie seit 2012 nicht mehr. Dass man davon ausgeht, dass jetzt hier was passiert bei der Fed und wie gesagt, das Problem ist schlichtweg, dass alle da sehr, sehr einseitig positioniert sind. Was passiert denn, wenn es nicht kommt? Dann möglicherweise könnte, ups, wo ist der Chart da entschwunden? Da muss ich ihn suchen. Da ist er. Dann könnte das eintreten, was nämlich Goldman Sachs hier gezeigt hat, nämlich den Goldman Sachs Bull Bear Market Indicator. Und da gibt es eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir vor einem Bärenmarkt stehen, möglicherweise, weil die Fed eben nicht erstmal die Zinsen senkt, was alle erwarten, und dass dann möglicherweise eben so viele auf dem falschen Fuß erwischt werden, dass es dann unangenehm wird. Heute ansonsten, naja, ruhiger Handel, wir hatten die Erzeugerpreise aus den USA, wie erwartet, der DAX
zu dem wir gleich kommen, legt stark zu, nachdem es gestern ja den Feiertag gegeben hat. Aber auch das relativiert sich ein bisschen. Und ansonsten wieder Twitter-Kanonaden von The Donald, der gesagt hat, naja, Zölle sind ja eh super gut, weil sie letztendlich dafür sorgen, dass die Produktion wieder in die USA zurückkehrt, auf der einen Seite, und hat die Fed stark kritisiert, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, they have no clue, wie er wörtlich gesagt hat, die Zinsen seien viel zu hoch. Naja, angesichts dieser lockeren Finanzbedingungen, Finanzierungsbedingungen, angesichts fast Allzeithochs der Aktienmärkte, also wo sind die Zinsen da zu hoch, das müsste man schon den Donald mal fragen. Aber er wird wahrscheinlich diese Frage nicht wirklich beantworten. Wir wollen uns mal anschauen, wie zum Beispiel die Deutsche Bank die Geschichte sieht. Wir haben ja einmal die Euro-Dollar-Futures, die im Prinzip Wahrscheinlichkeiten einpreisen, wie die Fed-Politik weitergehen wird mit den Zinsen. Und wir haben die sogenannten Fed-Fund-Futures. Und die Deutsche Bank hat hier eine sehr interessante Aufstellung gebracht, indem sie nämlich gezeigt hat, wann die Märkte sich geirrt haben. Und das war fast immer. Da ist also sehr viel schiefgelaufen schon in der Vergangenheit. Das heißt, die Fed Fund Futures sind jetzt nicht die allerbesten Indikatoren, Prognostiker für Zinssenkungen oder Zinsanhebungen durch die Fed. Und so könnte es diesmal eben auch laufen. Der Markt ist extrem einseitig positioniert. Und die Erfahrung, die man ja hat, wenn man Märkte länger beobachtet, ist, dass einseitige Positionierung meistens nicht gut geht, dass dann meistens das Gegenteil passiert. Schauen wir uns die Märkte mal an und starten mit dem S&P 500. Und wir sehen, wir waren schon deutlich heute über der 2900er Marke, also über dem Hoch, welches wir gestern erreicht hatten. Aber auch gestern ging es ja dann zunächst mal wieder nach unten. Dann kam vor allem im europäischen und asiatischen Handel der Anstieg, im asiatischen Handel, vor allem in China, weil Chinas Regierung die Benzinpreise senkt auf breiter Front. Also eine Art Stimulus, das hat in China zu einer Party geführt, die hat sich in Europa dann fortgesetzt. Aber kaum war die Wall Street dann eröffnet, war also der Kassamarkt eröffnet, ging es nach unten. Das gilt auch für den Dow Jones, der aktuell bei 26.035 Punkten handelt. Und es gilt auch eben für den Nasdaq, der aktuell bei 7.502 Punkten hantiert. Was passiert sonst so in der Welt? Wir haben natürlich Le DAX, der schon über der 12.200er Marke war heute. EU-Kommission hatte die Fusion von ThyssenKrupp und Tata Steel verboten. Thyssen daraufhin gestiegen, weil die Aktionäre ohnehin nicht begeistert waren von dieser Fusion. Aber auch das ist nur ein Thema, das derzeit gespielt wird. Wieder auch Italien ein Thema, nachdem Juncker gesagt hat, also das kann eine schlimme Geschichte für Italien werden in Sachen Defizit und in Sachen weiterer Disziplinarverfahren gegen das Land, wenn die so weitermachen. Wir sehen den Euro relativ unbeeindruckt von dieser Geschichte, 1,1322. Wir sehen Gold bei 1.326, hier wieder erstmal seit längerem rote Kerzchen zu sehen. Auch bei Gold eben zu viele Zinssenkungserwartungen eingepreist, nach meiner Auffassung. Und wir sehen mindestens im kurzen Zeitfenster, und wir sehen das Öl, das aktuell bei $53.35 hantiert. Also, wir bekommen heute derzeit, zumindest nach aktuellem Stand, noch nicht den Anschluss an die steigenden Märkte. Es ist also keine Einbahnstraße. Es ist schon sehr, sehr viel gelaufen. Der Markt hat jetzt 6% mal am Stück gemacht, vor allem am Freitag eben mit den schlechten Arbeitsmarktdaten, vor allem dann gestern mit den Mexiko-Zöllen, die noch nicht wirklich vom Tisch sind. Wenn Mexiko hier nicht wirklich akkurat liefert, wie Donald sich das vorstellt, dann könnte das immer noch kommen. Und in Sachen Handelskrieg gibt es die Drohung von Trump ja an Xi Jinping: Wenn du nicht kommst zum G20-Treffen, dann machen wir Zölle. Das ist natürlich für einen chinesischen Präsidenten aus dem Reich der Mitte, wo man sich also als Mittelpunkt der Welt zu sehen pflegt, historisch gesehen, eine ziemlich unangenehme Situation. Und die Frage ist, was kann er da machen, wenn er dann hinkommt? Würde er dann den Aufforderungen von Trump folgen? Das ist eine schwierige Geschichte dazu, jetzt diese Unruhen oder diese Demonstrationen in Hongkong, wo die Amerikaner sehr stark Partei ergreifen für die Demonstranten, was China nicht passt. Das sind jetzt also die Themen, die dann politisch wohl noch auf der Agenda stehen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche einen wunderschönen Feierabend Ihnen. Bis dann. Ciao.